diesmal bei den Gnüs. Wir sind für euch nach Chemnitz gefahren. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut. Erlebt uns und erlebt vor allen Dingen die, die wir vor der Kamera für euch an den Ständen der Chemnitzer Linux-Tage erwischen. Ralf, du gehörst zum Organisationsteam von den Chemnitzer Linux-Tagen. Und das seit 15 Jahren, ja genau. 15 Jahre. Ja, 15 Jahre Chemnitzer Linux-Tage. Schön. Erzähl mal, wie seid ihr dazu gekommen und wie macht ihr, was habt ihr dazugelernt in 15 Jahren? Oh, wir haben sehr viel dazugelernt und der Anfang war auch recht spannend. Es sollte eigentlich bloß eine Install-Party werden und wurde dann eine Veranstaltung mit 700 Besuchern in eben diesem Haus, was damals noch das neue Seminar- und Hörsaalgebäude heute hieß. Jetzt ist es das Seminar- und Hörsaalgebäude. Grundsteinlegung war 96, nicht wahr? Ich habe unten die Platte gesehen im Boden. Ja, aber es war dann damals so ein Jahr in Betrieb und ungefähr. Jedenfalls war es die größte Sache, die damals in dem Haus stattgefunden hat. Wir haben alles genutzt an Technik und sind darin auch selbst gewachsen. Aha. Wir kennen das Gebäude aus dem FF, das macht die Organisation relativ einfach. Naja gut, einige werden wir jetzt widersprechen von unserem Team, so einfach ist es dann doch nicht. Und wir haben gelernt, was das Publikum will, wir haben gelernt, was wir leisten können. Mhm. Und wir haben auch gelernt, wie wichtig es ist, viele, viele gute Helfer zu haben, Mitwirkende, die mit einem unglaublichen Engagement am Freitag, am Donnerstag, am Mittwoch vor der Veranstaltung hier unten aufbauen und dann heute Abend bis spät in die Nacht das Haus wieder polieren, bis es aussieht wie vorher. Das muss morgen wieder benutzbar sein für den normalen Universitätsbetrieb. Morgen früh ist das Haus so, als ob nichts gewesen wäre. Sehr schön. Spannend. Und spannend und anstrengend, ja. Ich sehe auch die gleichen Gesichter schon mehrere Jahre. Wie ist der Zuwachs im Team? Also es gibt einen stabilen Kern, aber es ist auch so, in einer Universität ist es ganz normal, dass Studenten die Universität verlassen, in den Beruf gehen. Manche bleiben noch ein Weilchen in der Region, andere gehen weg. Und von außerhalb ist es ausgesprochen schwierig, dann ganz eng drin zu bleiben. Dazu ist die Organisation doch zu vielgestaltig. Es gibt Leute, die kommen jedes Jahr wieder von weit her, um an diesen zwei Tagen hier mitzuwirken. Hey. Und die bleiben uns verbunden. Und andere, die schaffen es dann eben dann doch nicht. Wir freuen uns, wenn sie dann zu Besuch sind. Das ist eine Umarmung, ein herzliches Willkommen. Aber bleiben sie dann... Das ist ja genau das, was die Chemnitzer Linux-Tage unter den Linux-Tagen, die es gibt, zu dem größten wirklich Community-basierten Event macht, würde ich eigentlich sagen. Und es ist ja letztendlich auch das, wovon Open Source lebt, dass Leute miteinander arbeiten können. Ob das jetzt am Programm ist oder am Catering, das sei in dieser Veranstaltung mal dahingestellt. Mhm. Dankeschön. Axel Beckert, du sitzt hier am Debian-Stand und möchtest uns was über Debian erzählen? Also wir sind hier Chemnitzer Linux-Tage. Mhm. Und haben ja traditionell eigentlich auch einen Debian-Stand. Debian ist eine Linux-Distribution, die sehr viel Wert auf Freiheit legt. Mhm. In mehrerer Hinsicht. Einerseits alle Software, die in Debian paketiert ist, steht unter freien Lizenzen. Die müssen den Anforderungen der Debian Free Software Guidelines entsprechen, welche so rein zufällig nahezu identisch zur Open Source Definition der Open Source Initiative ist. Ich glaube, sogar als Vorlage gedient haben. Die haben als Vorlage gedient, alles Debian-spezifische wurde rausgeschmissen, das waren irgendwie drei Sätze und sonst sind die fast identisch. Und entsprechend, wenn man Debian installiert, weiß man, man hat nur freie Software. Für die wenigen Fälle, wo es dann doch irgendwelche Software mit anderen Lizenzen braucht, gibt es noch ein zusätzliches Repository namens Non-Free. Da sind so Sachen wie Binärtreiber drin, also Treiber wo man für Hardware, die man nur im Binärformat bekommt, zum Beispiel für irgendwelche WLAN-Karten oder Grafikkarten zum Teil. NVIDIA ist auch immer ein sehr beliebtes Thema. Und dieses Repo, das offiziell nicht zu Debian gehört, aber auf Debian-Servern liegt, ist auch der Grund dafür, warum Debian bisher nicht als völlig freie Distribution von der FSF anerkannt wird. Ja. Allerdings sind wir da seit längerem am, sagen wir so, ausführlich diskutieren mit der FSF. Es gibt eine eigene Mailingliste, wo nur über dieses Thema sich unterhalten wird und da ist viel Bewegung drin. Das Ergebnis kann man aber trotzdem noch nicht absehen. Ich denke, wir müssen das unbedingt machen in den großen Sendungen. Wenn wir mit den FSF-Distributionen durch sind, müssen wir auch Debian mal vorstellen. Bis dahin wird es leider dauern. Vielleicht seid ihr dann auch schon in der Liste drin. Schauen wir mal. Also ich muss zugeben, ich folge der Mailingliste nicht, weil irgendwie so viel Zeit habe ich nicht. Aber es bewegt sich was. Für wen, für welche Art von Maschine, für welche Art von Benutzer soll Debian sein? Also als Untertitel haben wir das universelle Betriebssystem und insofern, bös gesagt, für alle. Okay. Aber
im Großen und Ganzen, der Fokus ist, keinen Fokus zu haben. Schön. Debian versucht wirklich für beliebige Einsatzzwecke verwendbar zu sein, weswegen es auch keine Zielgruppe gibt, wie sagen wir mal bei Ubuntu, wo doch schon sehr Desktop- oder einsteigerlastig ist. Also, ja. Ja, Red Hat, wo doch mehr sehr auf Enterprise-Kunden aus ist und Server und Workstations hat, aber wo du kaum auf irgendwelchen Endbenutzer- oder Einzelplatzsystemen findest. Schön. Debian, das universelle Betriebssystem. Genau. Gefällt mir. Vielen Dank. Gern geschehen. So, we are at the Fedora booth. What we learned so far is that the people here are very, very shy and was hard to find one who would give us an interview. It will be in English again. Sorry, Dominic. Tell me about Fedora. How was the distribution created or what? Created. You know, these ancient times where there was, Slackware and Mandrake Linux and, and Red Hat Linux for everybody for free. Mm-hmm. And now you have Red Hat Enterprise Linux, which is paid. And since I think it was 2003, it was decided that Red Hat will be a paid commercial distribution. And so they started the project Fedora Core, and the first version was released. Since then, Fedora is still kind of related to Red Hat, but it's sponsored. Lots of Red Hat people are working on Fedora things, but it's not like, you know, it's not controlled by Red Hat. Yeah. It's only supported. You have another release upcoming, right? Yeah, there will be a Fedora 19. It should be in June, but Fedora 18 was released very late, so... We talked about this in the show recently. So this will be the famous Schrödinger's cat. Yes, Schrödinger's cat. Okay, what will be the main features? The main features, you know, that depends on the user, what he thinks are the main features. Mm-hmm. From my point of view, I'm working on a 3D printing software on Fedora. Ooh. That's the reason why we have this 3D printer on our booth. So Fedora is really a distribution that will be recommendable for 3D printing then? Yes, because most of the distribution, they don't have packages for 3D printing software. Or they are very old, unmaintained, or not complete. Okay. So this sounds exciting. My goal is to make Fedora the best distribution for not just 3D printing people, but also any kind of maker. And Fedora is a good distribution for people who create stuff. It doesn't matter if you code or if you are a graphic designer or whatever. You know, there are these four girls we have, and one of them behind me is friends, and that's the other part. Okay, you it's cool that you mentioned it, because just to say that Fedora is a real community distribution, and it's not controlled by Red Hat, actually. It's an interesting part here. And there are other features for 19, obviously. Thing I know is, for example, there is this feature Node.js in as packages in Fedora. For the web developers who like Yes, JavaScript. And there is this, they have some kind of package management. Uh-huh. Like you have RubyGems and Ruby. If you've already got a package management system in a distribution. So you have to deal with it somehow. It's called NPM. Maybe Node.js package manager, I don't know. Now it's in the distribution already, and there is it has lots of dependent packages, and you can install Node.js packages via NPM or via YAML, and it won't collide, and it will all work good. That's great work. Thank you for the interview. Danke. Ich kenne das Problem, weil bei FFmpeg ja Audio-Video-Synchronisation ist uns ja durch ein Problem, das uns durchaus bekannt ist. Genau, sehr schön. Dann sieht das Publikum auch gleich mal, wie das gedreht wird. Also wir sind am FFmpeg-Stand, wie ihr gerade gehört habt. Und wie lange gibt es das Projekt eigentlich schon? Das Projekt ist von einem Franzosen gegründet worden, Fabrice Bellard, und der hat mehrere
außergewöhnliche Projekte gegründet. Das ist schon einige Jahre her, ich würde sagen 10. Und wie das bei den meisten seiner Projekte ist, fühlt er sich dann eines Tages nicht mehr so interessiert und nicht mehr so verantwortlich und er entlässt dann sozusagen das Projekt in die Freiheit. Und es ist jetzt ein sehr internationales Projekt. Der Projektleiter kommt aus Wien, ich zufälligerweise auch. Mehrere Entwickler sind Deutsche, es gibt französische Entwickler, aber auch einen Australier, Amerikaner. Es ist definitiv ein internationales Projekt. Okay. So, wir benutzen ja selbst zum Schneiden AV-Kern. Das ist ein bisschen aus euch hervorgegangen, nicht wahr? Anfang 2011, also man kann sagen vor 2 Jahren, haben mehrere Entwickler, ungefähr die Hälfte der FFmpeg-Entwickler, beschlossen, dass sie der Meinung sind, dass die Projektführung nicht in Ordnung ist und haben versucht, das Projekt zu übernehmen. Schafft ihr es Code ordentlich in den Pferd fließen zu lassen, jetzt wo die Zersplitterung da ist? Naja, das ist von unserer Seite kein Problem, aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen das Historische beschreiben. Also das FFmpeg und das mPlayer-Projekt waren historisch immer sehr verzahnt. Das war so, dass das FFmpeg-Projekt den mPlayer-Server verwendet hat, also gehostet war am mPlayer-Server. Und der Administrator des mPlayer-Projektes, also des mPlayer-Servers, hat eben dann beschlossen, dass er mit Hilfe seiner Root-Rechte ganz einfach die manche FFmpeg-Entwickler aus dem Projekt ausschließt. Also mehr oder weniger den mPlayer-Server dazu missbraucht, um in das FFmpeg-Projekt hinein zu politisieren. Die Entwickler und die Admins wieder. Also das ist, also rein menschlich erschien mir das eine der übelsten Aktionen, die ich persönlich je erlebt habe. Es ist dann so, dass der erwähnte Fabrice Bellat sich eingeschaltet hat und klargestellt hat, dass das nicht in Ordnung ist und das FFmpeg-Projekt ist dann wieder an seinen Maintainer zurückgegangen und daraufhin hat AVConf geforkt. Mhm. Und man sollte, glaube ich, schon darauf hinweisen, dass ein Fork in Open Source natürlich etwas ganz Übliches und Normales ist. Ein Fork nach einer gescheiterten feindlichen Übernahme eines Projekts ist schon mal was anderes. Vor allem, wenn man dann gleichzeitig auf Mailinglisten behauptet, das Programm wurde umbenannt von FFmpeg in AVConf. Das ist verschiedentlich passiert. Im Debian und im Ubuntu-Projekt wird das auch heute noch behauptet. Das sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass der Maintainer von FFmpeg in Debian und Ubuntu offenbar nicht bemerkt hat, dass er in einem kleinen Interessenskonflikt ist, weil er nämlich in der Gruppe war, die versucht hat, FFmpeg zu übernehmen. Zum Code, das ist die wichtige Frage. Das ist die wichtige Frage. Also es wird sowohl in FFmpeg als auch für AVConf weiterentwickelt. Ja. Und die Geschwindigkeiten wechseln. Unmittelbar nach dem Fork war die Entwicklungsgeschwindigkeit in AVConf eher höher und in FFmpeg niedriger. Das lag vor allem daran, dass die FFmpeg-Entwickler, die zurückgeblieben sind, die also nicht den Fork mitmachen wollten, ein bisschen Schmähstart waren, sagt man in Wien. Also sie waren in einem gewissen Schockzustand. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Der Maintainer von FFmpeg, Michael Niedermeyer, mergt jeden Tag die Änderungen von AVConf, die er für sinnvoll hält, in das FFmpeg-Projekt hinein. Es gibt also keine Features in AVConf, die nicht auch in FFmpeg sind. Was war die Idee hinter FFmpeg? Ihr steckt in sehr vielen Geräten drin. In sehr viel Hardware wird glaube ich, FFmpeg verbaut. Also bei Hardware, da bin ich nicht so der Experte, aber es ist jedenfalls so, dass es sich um eine Art universelles Tool handelt. Also ganz am Anfang hat FFmpeg Dinge gemacht wie Dolby Encoding. Okay. Das gab es vorher nicht und das hat der Fabrice Bellat entwickelt. MPEG Encoding und Decoding, also das waren Dinge, die sozusagen ein extrem breites Feld hatten, wo sie eingesetzt wurden und das in der Open Source Software zumindest zum Teil gefehlt hat. Es ist nicht nur das Universaltool für Dinge wie DVDs, sondern es ist auch das Universaltool für völlig haarsträubende Mediendateien, von denen man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie noch irgendjemand benutzt. Aber wir unterstützen das, weil es eben Entwickler gegeben hat, die eines Tages das Gefühl hatten, das ist sinnvoll. Ich kann sagen, dass uns das als Anwender sehr glücklich macht. Das umso besser, kann ich nur sagen. Dann danke ich für das Interview. Sehr gern.